Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Epirus. Ja, es ist die Runde 99, aber wir sind noch nicht fertig. Hier, das da. Wir brauchen noch, also das da wäre jetzt eigentlich kein Problem, das können wir jetzt erobern. Das Problem ist hier oben die 90 Siedlungen und wir haben im Moment nur 70. Und das da ist kein Problem. Aber die 70. Wir haben. Ups. Wir erobern jetzt hier noch 2. Das da sind unser militärischer Verbündeter und Makedonien auch. Die auch. Also die zählen dazu. Wir könnten noch überlegen, Britannien zu erobern. Und Avena, da müssen wir schauen, dass wir irgendwie. Okay, die mögen uns. Setzt euch, Handel, mein Freund, und Nichtangriff reden, und militärischer Zugang. Trinken, bis wir nicht mehr reden können. Ja, Ich kann mit denen kein Schutzbündnis eingehen, sondern nur. Warte. Wie viel. Warte, ich probiere mal. 220.000. Nehmen sie nicht an. Okay, da müssen wir noch schauen, wie wir das machen. Also, das ist unser Klientel. Die mögen uns neutral wenig. Ikena sind auch neutral. Kolchis. Ein Botschafter eines solch großen Volkes ehrt mich. Ich bin voller Erwartung. Okay, nein, die wollen eure nicht mal Worte nicht Angriffspakt. Die mögen uns. Ihr ehrt uns, wenn wir fertig gesprochen haben. Erwartet uns ein Mahl, groß genug für zwei Armeen. Okay. Ich werde meinem Volk von unserem Abkommen berichten. Ihr seid ein guter Redner, doch ich fürchte, die Geister befürworten dies nicht. Ich kann mich einem solchen Omen nicht widersetzen. Okay, dann schauen wir mal, ob es das nächste Runde geht. Ja, mit Avena, da müssen wir noch schauen. Also entweder greifen wir die an. Das Problem dabei ist aber, wenn wir die angreifen, brechen wir ziemlich viele brechen wir halt ziemlich viele wie heißt das Wort? Meine Güte. Wie mir fällt gerade echt nicht das Wort ein. Warte mal. Diplomatie und dann. Die Wahrheit nicht mit Honig. Sprecht offen und ich werde ehrlich mit euch sein. Schmeichelt mir und ihr. Okay, ja, es ist Pakte oder so. Und mit Kenan haben wir. Ein guter Schweinbraten wartet. Dena, nicht Angriffspakt und militärischer Zugang. Und das würde ich dann alles drei, ja, innerhalb von kurzen. Ja, innerhalb von einer Runde quasi. Ja, brechen und das wiederum. Wieso ist überall Minus? Haben wir hier auch? Sklaven, Gebäudeverarmung. Was ist denn los? Dann mache ich hier auch öffentliche Ordnung. Nee, warte, das brauchen wir ja nicht. Genau, und wenn ich so viel breche,
dann ist mein Vertrauensstatus auch nicht mehr felsenfest, sondern ja, drunter. Und das wiederum könnte dazu führen, dass uns mehr dann den Krieg erklären. Okay, der ist noch da. Okay. So, auf jeden Fall, den müssen wir dann auch noch. Warte, wo ist meine Armee da? Da ist meine Armee. Okay. Das ist blöd, dass der jetzt da auch hingeht. Aber der ist ja mein militärischer Verbündeter, das geht. Gut. Ah, dann muss ich hier nochmal schauen. Der gehört nicht zu mir. Der gehört nicht zu mir und der gehört nicht zu mir. Alles klar. Passt. So. Jetzt, also ich versuche, das innerhalb von 2 Runden zu beenden. Also quasi jetzt diese und dann noch die. Ja, ganz ehrlich, da brauche ich knapper Sieg. Nee. So. Genau, das halt in dieser oder der nächsten, also diese wird nicht klappen, aber die nächste zu beenden, das wäre dann ja, perfekt. Also das wäre dann Folge 100, voll heftig. Genau. Und jetzt startet gerade schon wieder OBS. Entschuldigung deswegen. Jetzt geht's wieder, glaube ich. So, die Frage ist halt, ob ich das mit Massilia am Anfang des Let's Play hätte machen sollen. Weil, Herrlichkeit und Großartigkeit haben immer ihren Preis. Aus diesem Grund muss unser Preis ein hoher sein. Naja, oh nee, oder? Das sind beides meine Syrakus und Garamanten. Ach komm jetzt, echt? Das sind beides meine Klientelkönigtümer. Okay. Also, wenn ich ablehne, dann bin ich mit dem noch. Wenn ich warte, wie groß ist der? Kann ich nicht sehen, natürlich nicht. Ja, der wird angegriffen, also. Vor allem den Krieg auf der Seite des Verbündeten beitreten. An sich sind ja beides meine Verbündeten. Shit. Ja, jetzt ist hier unten wieder. Und bis ich da unten bin. Militärtradition, Nahrungsmittelknappheit, Mission erteilt. Okay, warte, dann gehe ich mal hier runter und heb einfach eine neue Armee aus, ne? Warte mal, nochmal neu. Vermächtnis. Hier habe ich eine 5er, die grüne. Ja, dann her mit der grünen. So, du gehst mal hier rein. Und ja, wird zwar eine Bob-Armee, aber für den blöden Garamanten wird es ausreichen, der hat ja nichts. So, Krieg erklärt. Königliches Güten und Pergamon. Okay. So, der ist ziemlich im Arsch. Das heißt, ich. Ja, das. Ja, da ist auch Minus.
-10. Warte mal. Das ist jetzt problematisch. Mache ich Steuerprovinz weg. Und jetzt habe ich wieder positiv. Das heißt, ab nächster Runde werde ich wieder Futter bekommen. Futter. Hier. Öffentliche Ordnung. Genau, hier ist auch wieder positiv, positiv. 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 Das ist doch mal schön. So. Wo geht's jetzt weiter? Da geht's nicht weiter. Hier geht's, hier unten geht's weiter. Und der hat auch hier, der bekommt bessere Einheiten. Hä? Wo ist denn? Ist die Garnison so heftig? 10? Ne, das ist die Garnisonsarmee. Die Klaue der Harpier, aber wo sind die? Wo stehen die denn? Aber wahrscheinlich irgendwo hier. Okay, dann bekommen wir diese Runde noch einen Kampf. Wieso soll der... Ne, der hat keine Chance, aber... Naja, mal schauen. So... Hey, hallo, ich habe zwei Elefanten. Die Klauen der Harpyie. So. Die Frage ist aber, ob wir zuerst uns der Klaue der Harpyie zuwenden. Ich glaube, das ist sogar... Also hat natürlich Vor- und Nachteile. Also Vorteil ist, wenn wir... hier das Dorf zuerst besiegen, können wir uns hier einbunkern. Vorteil ist, wenn wir uns zuerst der Armee zuwenden, sind unsere Einheiten da noch voll und frisch. Voll frisch, ey. Königliche Garde und Pikiniere. Aber ich glaube, ich werde mich hier. Ich werde mich zuerst der Stadt widmen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Oh, ups, ich habe meinen General vergessen. Zum Glück hat er den jetzt nicht, ups. Okay, aber er stimmt, Alter, der hat, Onaga. Okay, das wird auf jeden Fall meine Kavallerie dann interessieren. Pikiniere, der hat viele Pikiniere-Hopliten. Okay, der geht jetzt erstmal mit seinen ganzen Kavalleristen in die Stadt rein. Warum das, weiß ich nicht. Was macht er mit denen?
Das ist die Frage. Ich hätte an seiner Stelle, hätte ich hier zugemacht, also zugemacht, das da ist ja noch voll offen, und dann mit der Armee mich hier aufgestellt, damit ich mich nach zwei Richtungen wenden muss. Und natürlich eine Sperreinheit bei den Onagern gelassen. Also so kann ich ganz easy die da abfangen. Und das werde ich jetzt auch tun. So, jetzt könnt ihr mal ein bisschen schneller latschen. Die gehen ein bisschen vor, aber langsam, die gehen auch vor, aber langsam, die gehen auch vor, aber langsam. Und die gehen auch vor, aber langsam. Die gehen auch vor, und sehr schnell. Achso, ja. Alter, schießt doch nicht so auf eure eigenen Männer. Nee, einfache Geschwindigkeit. Die dürfen schießen. Uiuiui. Das hat wehgetan. Da kommen jetzt auch Pikeniere. Der feindliche General ist tot. Oh, schön. So. Gerade kommt hier hin. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, die kommen ein bisschen vor. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ach so. Okay, jetzt brauche ich aber euch wieder hier. Ich glaube, die Kriegselefanten werden hier mal vorbeischauen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ah, das sind zu viele Speere. Ja, ist auch noch gut dabei. So. Ja, das passt doch. Ja, der fliegt jetzt, oder? Mhm. Okay. Er hätte mir sehr viel größere Probleme machen können. Wenn er zum Beispiel die nicht hier aufgestellt hätte, sondern hier und hier. Und dann, von da hätte ich nicht kommen können, weil da war ja seine Armee. Warte mal. Alter! Wie viel hat er denn von mir zerstört? So einmal so puff. Krass. So, und jetzt alle auf den General drauf. Ja, das war mein Fehler, dass ich in einen fetten Pulk das gemacht habe. Also, naja, aber da habe ich nicht drauf geachtet. So, General. Sterb. Alter, der hat jetzt nicht wirklich noch einen Elefant gekillt von mir.
Hä? Ist der noch hier? Hä? Doch, da ist doch noch. Ja, oder? Ah, der muss doch, okay, der ist der. Aber die Nachricht kam gar nicht, glaube ich. Aber egal. 300. Das ist nicht schlecht. Aber auch fast 300. Ja, die restlichen passen. Das finde ich auch schade, dass man hier nicht die Armeen eben sehen kann. Also, er hat. Ja, okay, er hat 570 hier gekillt und wir haben 580. Verluste, also 10 Einheiten selbst getötet. So. Das brauchen wir da eigentlich nicht, ne? Upsi. Hui. Sneezing. So. Brauchen wir das? Ja, falls er fast. Ne, eigentlich nicht, ne? Hier ist ja. Jetzt, Friede. So. Öffentliche Ordnung ist immer gut. Da bekommen wir gleich auch öffentliche Ordnung. Genau, hier unten. Der braucht 4 Runden. Der braucht eine Runde und dann geht der auch nach Süden, nicht Norden. Hier auch Futter. Landwirtschaft. Was passiert hier? Ah, eine Runde und der hat die Flotte ausgehoben. Das ist gut. Uiuiui. Also hier will ich nicht angreifen, ne? So, der stapft hier nach hinten, weil der würde den richtig in Bobbes treten. So. Gut, dann nächste Runde. Und danach ist er schon wieder vorbei, verdammt. Dann nächste Runde wird wahrscheinlich dann. Also, ich muss mal schauen, wenn nächste Runde so ist, dass wir nach einer halben Stunde oder so kurz vor Schluss sind, kurz vor dem Sieg, dann. Oder, wisst ihr, was ich mache? Ich spiele jetzt noch weiter. Ein Zeichen, vielleicht in Form einer kleinen Geldspende, würde ein anderes Licht auf euch werfen. Nicht Angriffspakt. Ist egal. Genau. Wenn. Also ich würde es jetzt so machen. Ich spiele jetzt weiter. Und genau, zeige euch ja dann quasi die letzten Schlachten, die ich noch schlage. Also beziehungsweise hier einmal gegen Pergamon, die Fullstack-Armeen gegeneinander. Und ja, dann. Ja, oder zeige ich. Ich entscheide es dann später, würde ich sagen. Genau. Ein Zeichen, vielleicht in Form einer kleinen Geldspende, würde ein anderes Licht auf euch werfen. Das ist es halt, weil, also es kann jetzt sehr schnell gehen. Es kann jetzt sehr schnell gehen. Oder es zieht sich halt noch ewig. Also. Wir sind halt felsenfest. Wir sind, also wir sind nicht groß, aber unsere Verbündeten, also wir mit unseren Verbündeten sind riesig. Ja. Und es könnte jetzt sein, dass viele uns Frieden anbieten und dann uns in so einem Klientel machen, beziehungsweise uns anbieten, dass sie unser Klientel werden.
Und deswegen gehe ich nochmal kurz in die... stimmt, die machen ja die ganze Zeit keine Kinder hier. Warte. Diplomatie. Die Arena. Dann... Die sind, das sind halt alles Diplomatie, Knossos, Diplomatie, so, also ich entsende mal überall Diplomaten rum, damit die... Ah, genau, mein heftiger Babbo hat es nämlich jetzt zum... Hatte natürlich eine... ach, das ist doch scheiße. Hat eine andere Fraktion gemacht. Das nervt immer so heftig. So. Genau, das war der, ne? Das war mein... Das war mein höchster General quasi. Ja, so ein Quark. So, gut, also, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen natürlich. Und wir machen das jetzt wirklich, wir machen das jetzt so, dass wir nächste Runde... dass wir nächste Runde fertig werden. Also mit Runde 100 werden wir fertig sein. Gut. Genau. Schauen wir mal kurz. Warte. Also 66, da brauchen wir noch 24. Hier brauchen wir das da, das haben wir geschafft. Seeeinheiten brauchen wir noch drei. Das ist ja auch easy. Das bekommt der da unten. Nee, doch nicht. Dann machen wir hier mal kurz einen Admiral. Und der holt sich auch nochmal so. Gut. Ja, und dann, genau, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal beim Finale. Bye, bye. See ya. Sie müssen bestraft werden!